Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich bin das Cornflake LP und wir spielen Dead Space 2. So, alles klar, dann wollen wir mal anfangen. Wir nehmen den Einzelspieler. So, Spiel fortsetzen wollen wir nicht, denn wir starten neu. Ich würde sagen, wir starten einfach mal auf der Schwierigkeit normal. Weil ich habe schon etwas angespielt und es... Auf Dauer wird es halt etwas schwer, auf schwer. Dann starten wir halt auf normal. Dann würde ich sagen, los geht's. Electronic Arts präsentiert. Eine Visceral Games Produktion. Dead Space 2. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Ich nein, melde mich nein, später. Schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Melde dich so schnell ich kann. Isaac! Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören? Isaac, können Sie mich hören? Xena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Okay. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Alter! Scheiße! Diese Szene fand ich am Anfang auch schon heftig. Oh Gott! Oh, lauf! Scheiße! Oh, wir können uns leider nicht schlecht bewegen, wir haben eine Zwangsjacke. Scheiße, lauf! Gott! Oh Mann! Was zum... E drücken, okay.
Alter. Ja, kurz am Verrecken hier. Kapitel 1. Okay. Also, das ist Dead Space 2. Für die, die es noch nicht kennen, der erste Teil war ziemlich geil und das ist auch das erste Mal, dass Isaac Clarke spricht, weil im ersten Teil hatte er ja noch keine Stimme. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Aber jedenfalls kann er erst in diesem Teil richtig sprechen. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja schon in Kapitel 9 angefangen. Quatsch. Ich habe nicht bei Kapitel 9 angefangen. Ich habe erst wieder jetzt angefangen, bin bei Kapitel 9. Das erste Mal habe ich da durchgespielt. Aber das Ende habe ich noch nicht erfahren. Und da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal das mit euch. Das Ende zu Ende. Ja, das Ende zu Ende. Ich wieder gut Deutsch, ja. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Oh Mann. Oh, diese armen Kerle. Na gut, sie wollten mich zwar umbringen, aber trotzdem. Wo muss ich nochmal lang? Scheiße. Die Hauptkommanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Treibmann endet. Oh Mann. Alter, wir sind ja auch schon fast am Verrecken, ey. Kein Live. Das Ding da auf dem Rücken ist unsere Rig, die zeigt uns unser Live an. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Alex? Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Okay. Okay, diese Videos kommen ab und zu mal in der Story, im Storyverlauf, wiederholen sich ab und zu, die wiederholen sich jedes Mal. Okay, dann wollen wir mal weitergehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon fast durchgespielt, aber einiges ab Kapitel 9 ist immer noch blind und ich weiß noch nicht, ich habe einiges auch wieder vergessen, also... mich Kommen los. Sie machen gern viel. Ich erinnere mich an Sie. Treibmann, sagt der Herr, alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Wollte uns nur losschneiden. Keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rig ist rot. Sie ist rot. In dem Band spinnen Sie dein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Also wie gesagt, ich spiele die PC-Version und ja.
Mit ihr können wir also Sachen öffnen. Okay. Ein kleines Medipack gefunden. Und eine Taschenlampe. Okay. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Was zum... Alter, darauf kam ich am Anfang auch noch nicht klar, ey. Boah. Also, mit Rechtsklick können wir also die Taschenlampe als Visier nehmen. Okay. Aber wirklich viel Leben haben wir auch noch nicht. Gehen wir mal weiter. Oh Gott, Aufzüge. Clark! Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Das Argument. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Okay. Oh Mann. Ich hasse Aufzüge in Horrorspielen. Das endet nie gut. Naja, also wir fahren an, das war jetzt Dana und die können uns offenbar helfen. Was genau oder wie genau, das weiß ich noch nicht. Beziehungsweise weiß ich glaube ich nicht mehr. Scheiße, es ist dunkel. Mach's Licht wieder an, hallo. Vorsichtig. Drück und halte B. Okay. Wir haben also hier unseren Peilsender, mit dem können wir halt jedes Mal, wenn wir nicht wissen, wohin wir müssen, können wir halt mit diesem Peilsender dann feststellen, wo wir hin müssen. Wenn wir das gedrückt, wenn wir das gedrückt halten, können wir auch den genauen Weg sehen und auch wenn wir scrollen, können wir auch gucken, ob da jetzt noch was anderes ist, zum Beispiel eine Bench oder sowas ähnliches. Okay, durch die Tür kommen wir nicht. Ja gut. Hier durch, Alter. Oh Mann. Ich habe gelernt, während ich Dead Space gespielt habe, alle Leichen kaputt hauen. Es kann nämlich passieren, dass sie wieder aufstehen und damit kann man sehr böse Erinnerungen machen. Beziehungsweise Erlebnisse. Okay. Und wir können wieder speichern. Weiter geht's. Ich denke, ich mache einmal eine kleine Aufnahmepause, bevor es weitergeht. Also bis gleich.